dem Moment, wo ich es nicht eingeschaltet habe, Technik alles richtig macht. So gut. Unsichtbare Welt. Wir sind jetzt im dritten Teil miteinander unterwegs. Und wir haben uns im ersten Teil bewusst gemacht, dass es ganz klar so ist, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Dass es gar nicht eine Diskussion ist von der Bibel her. Sie ist klar gewesen, sie sagt, es gibt eine unsichtbare Welt, sie existiert. Wir haben sogar gehört, eigentlich ist die unsichtbare Welt fast ein Stück weit wichtiger als die sichtbare Welt. Das war für mich ein Challenge, den wir letzten Sonntag gehört haben. Aber etwas, was mich zum Nachdenken bringt, etwas, wo ich kann sagen, hey, da will ich dranbleiben, da will ich schauen, dass ich auch mit diesen Sachen, die unsichtbar sind, unterwegs bin. Im Gebet hinein, aber auch, der Rudi ist oben gestanden und gesagt, da stehen noch ein paar Engel und da noch ein paar und da unten hat sicher die leeren Plätze, oder? Für was sind die vielleicht jetzt gerade da, oder? Ja, es ist eine Realität in der unsichtbaren Welt, dass es die gibt. Und wir haben das letzte Mal auch gehört, dass es klar ist, die unsichtbare Welt ist zweigeteilt. In eine gute und in eine schlechte Seite. Wir haben die Gegenüberstellung gehabt, oder? Von Gut und Böse, von Satan und von Jesus Christus. Und es ist so entspannend, oder? Dass wir wissen, dass der Chef von allen Chefen, der Herr von allen Herren, der König von allen Königen ist Jesus Christus. Und in seinem Haus hat es Platz für mich. Und seine Kinder sind wir, oder sein Brüder sind wir, wenn wir vom Vater ausgehen. Ist cool, oder? Und mit dieser Autorität gehen wir durchs Leben. Und mit dieser Autorität, mit dem Wissen darum, bewegen wir uns im Sichtbaren, bewusst, dass es unsichtbar sehr wichtig ist. Und so sind wir eigentlich in dieser Predigtserie unterwegs. Und es gibt nichts dazwischen, zwischen Gut und Böse. So weisse Magie oder so Sachen. Da kommen wir später noch zurück. Jesus Christus hat das Böse überwunden und ist Herr von allen Herren. In jeder Situation, wo du drin bist, auch in all diesen Anfechtungen, wo du drin bist, können wir zu ihm gehen. Er ist Herr, er ist der König von allem. Und er kann helfen, in jedem hinein. Ob deine Situation im Sichtbaren oder im Unsichtbaren ein Problem ist oder etwas, er kann dir helfen, er geht mit dir. Und wir sind seine Jünger, seine Töchter, seine Söhne und wir gehen mit ihm. Und durch ihn und in seiner Autorität durch unser Leben durch. Amen. Halleluja. Und heute, wenn wir miteinander noch mal ein Stück weit schauen, was für Akteure gibt es denn in dieser unsichtbaren Welt? Wir reden über Engel und wir reden über Dämonen. Wir schauen das an, wie funktioniert das, was sagt die Bibel darüber? Weil das ist eigentlich viel weniger, als man denkt. Aber genau genug viel, das kommen wir auch noch dazu. Und das finde ich so herrlich, oder? Wir sind eigentlich in etwas hinein, wo wir ein Mysterium haben, wo wir nicht genau was wissen, was läuft denn, die Bibel sagt es nicht genau, oder? Und gleichzeitig sagt sie so viel, dass es für uns gut ist. Und mehr müssen wir gar nicht wissen. Und das schauen wir heute ein Stück weit miteinander an. Und wir möchten aber als erstes mal anschauen, was für Wirkungsbereiche hat denn das Böse? Wo wirkt es? Und der erste Punkt ist ganz einfach, es ist individuell. Also ich kann nicht gerade ein Schema machen, bei den Menschen zum Beispiel wirkt er so und so und so und so. Aber wir haben gewisse Sachen, wo immer das Gleiche ist. Das Ziel vom Bösen ist immer das Gleiche. Wenn es individuell wirkt oder wenn es an der Kirche wirkt oder wenn es in Gesellschaften wirkt. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer lebensfindlich, zerstörerisch und im Endeffekt birgt es in sich den Tod. Das ist das Ziel. Und das sehen wir überall, wo das Böse anfängt zu wirken, wo das Böse hingeht, wo es irgendwo seine Finger im Spiel hat. Oder? Es geht immer darum, Menschen auch aus der Beziehung von Gott wegzuführen oder erst gar nicht reinzuführen, also zu verhindern, dass Menschen Gott kennenlernen, dass sie eine Beziehung mit ihm leben können. Und das ist immer die Punkte, das sind immer die gleichen, es ist immer Schema X, könntest du so sagen, oder? Immer dort, wo es darum geht, ja, Engel sind wichtiger oder das ist wichtiger als Gott, dort merkst du, wird schwierig, müssen wir schauen. Und schlussendlich wird das Böse eine Trennung schaffen zwischen Mensch und Gott. Dass das nicht ein Miteinander, ein Kumpelhaft sein, ein Freundschaft sein, ein Kindschaftsbeziehung, wird es nicht.
Und dort können wir auch, ist ein Messgrad, oder? Bei etwas, was wir erleben. Und das kann ganz individuell sein. Für dich zugeschnitten, wo ich nicht kann sagen, wie es bei dir funktioniert. Aber wir merken zum Beispiel 1. Mose 3, das ist so die Garten-Eden-Geschichte, oder? Wir merken ganz individuell Verführung, ganz individuell Versuchung, falsche Gedanken nachgeben, gestolpert, die Auswirkung ist der Tod. Ich meine, ich könnte die Geschichte gerne nachlesen, ich will die nicht zu lang ausführen, aber es ist so klassisch. Dort hinein siehst du es wirklich wunderschön. Erstens, zweitens, drittens. Individuell kann das bei dir genau gleich sein. Ein Gedanke, wo du da nistet, dann lässt es zu und dann geht es weiter und schlussendlich birgt es den Tod. Der Tod der Menschen, der Tod der Beziehung von Mensch und Gott. Es ist der Tod von Tier und Natur. Es ist einfach tragisch. Und das Gleiche denke ich manchmal so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie ihr es habt, aber ich so als Mann sitze manchmal in meiner Nothingbox auf dem Balkon. Und Nothingbox, dem sage ich so, das ist einfach, da sitze ich dort und ich denke eigentlich an nichts. Ich weiß nicht, wieso ich gehe, ich habe das. Oder? Ich hänge dann einfach dort und vielleicht die Männer sind noch eher dazu veranlagt. Einfach an nichts denken, du bist entspannt dort auf dem Ding und so. Und es ist fast schon ein bisschen langweilig. Oder? Und das ist gut, ich lasse mir die Sonne auf den Pelz brennen, alles ist gut. Und dann kommt irgendein Gedanke, hey, ich bin bibelintensiv, oder? Wir lesen jeden Tag 3 Kapitel und einen Psalm so ungefähr, oder? Haben wir so Passion Group. Und denke, oh, ich will nicht die Bibel lesen, oder? Und dann sitze ich hier, also ich hole meine Bibel, hocke wieder her und in dem Moment kommen mir 1000 Gedanken, was ich noch machen könnte. Kennt ihr das? Genau. Individuell, oder? Ich weiß nicht, welche Gedanken das bei dir dann kommen, oder? Aber das ist so das Ablenkungsding, oder? Und dann, wenn ich denke, ja, jetzt will ich beten, und dann kommen wir vielleicht sogar sexuelle Unlüsternheit und so, und dann denke ich, nein, das kann doch nicht sein, oder? Und das ist wichtig, dort dann den Schild aufzuheben. Aber da merkst du, individuell trifft es dich, sind feurige Pfeile, die kommen, oder? Wo du deine Gedankenwelt musst vielleicht im Griff haben und lauter mal sagen, nein, stopp, nicht bis daher. Und das ist so ein individueller Angriff. Und so etwas zum Beispiel sehen wir auch in der Bibel. Oder wir haben den König David. Das Morgengebet. Man weiß nicht genau, ob es das Morgengebet ist, aber von der Tradition her könnte man sagen, du gehst zum Betten aufs Dach. Oder dann knüttest du dort her, oder du bist dort, preisest Gott, oder? Und dann einen Blick haben. Oh, ja, die ist jetzt aber noch hübsch. Du, wer ist das, der da wohnt, nebendran? Versteht ihr? Das sind die Sachen, individuell, genau dort getroffen, wo deine Schwäche ist, oder? Und wisst ihr, was das passiert ist nachher? Der ist dem nachgegangen, oder? Der hat dann die Frau zu sich geholt und es hat ein Kind gegeben. Aber die Schlussfolgerung von dem Ganzen war der Tod vom Kind gewesen, der Tod vom Mann. Keine coole Geschichte vom König David. Zum Glück haben wir einen Gott, der gnädig ist, der vergibt, der nochmal eine Chance gibt und nochmal eine Chance und nochmal eine Chance. Oder? Aber da merken wir, das war ein individueller Angriff gewesen. Vielleicht sogar eben im Morgengebet drin und dann runtergeschaut und ui. Und das ist real. Das ist real. Das Böse kann so Angriff führen gegen Menschen und es hat immer mit Schwächen zu tun. Immer vielleicht Sexualität, Macht, Geld, Begierde, Stolz, Neid. So Sachen, wo wir Menschen so einfach zu verführen sind. Oder vielleicht an einem anderen Punkt, wo dann das schwächste Glied in deiner Familie krank ist. Ich meine, ich bin in eine Missionsschule gegangen, da im Beatenberg, oder? Und da sind immer wieder Leute gekommen und haben erzählt, und ein paar Schichten erzähle ich auch heute Morgen. Und jetzt einer gehabt, der hat so, dazu, fast ganz früher, also vor langer Zeit, hat es Zelt-Evangelisationen gegeben, oder? Dann haben sie ein Zelt aufgestellt und haben gedacht, alle, die dort reinkommen, die bekehren sich dann. Also, die finden den Weg zu Jesus. Also, ich rede jetzt echt altdeutsch, oder? So in dem Sinne, die bekehren sich dann. Und er hat mir erzählt, schau, immer, wenn ich wieder so eine Woche gemacht habe, oder 2 Wochen, sind alle meine Kinder krank gewesen. Individuell wirkt das Böse da drin rein. Oder ein Beispiel aus meiner Zeit. Ich habe ja geholfen, GVC Bassersdorf aufzubauen. Und da haben wir angefangen in einer EMK-Kapelle am Freitagabend. Und ich habe da noch im Thurgau, im wunderschönen Thurgau gewohnt. Und wir sind immer von dem Thurgau dann auf das Basi runtergefahren. Meine Frau, ich und immer vor der Predigt. Nein, immer ist jetzt das Wort, das nie der Spruch, nie auch nicht. Gut, aber zu den allermeisten haben wir gestreitet in dem Auto.
Denn wenn ich jetzt geisterfüllt Gottes Wort den Menschen weitergeben, sind wir ausgestiegen aus dem Auto von dieser EMK-Kapelle. Sie hätte mich gerade auf den Mond schiessen können und ich sie auch auf einen anderen Planet, oder? Und dann bist du dort und, ja, heute, wenn wir gesalbt von Gott hören, Worship und so weiter. Das sind die individuellen Sachen, die dir passieren können, die mir passieren. Und es ist immer das gleiche Schema. Es ist immer die auf die Schwächsten oder auf die Beziehung zu der Miriam oder mich irgendwie etwas denken, was ich nicht sollte und dann sollst du noch gesalbt reden und so weiter. Oder? Genau diese Sachen sind drin. Und da gibt es die Wirkungsgrad vom Bösen auf der individuellen Seite. Und dann finden wir aber das gleiche Schema, finden wir auch in der Kirche. Ich meine, wir, Gottes Reich, Teil, wir treffen uns, ein Teil davon, oder? Das ist das Haupt, ist Jesus Christus von unserer Kirche da, von der GVC im Ahrtal. Und auch da geht es genau, wie das Böse eine Trennung schaffen zwischen der Kirche und Gott oder untereinander von den Menschen, Uneinheit bringen und Gerüchte und man redet schlecht und man hat verschiedene Ansichten und ich habe doch recht, du hast auch recht, aber ich habe noch ein bisschen rechter und so weiter. Und da geht es in der Kirche zu und her zum Teil. Und da haben wir auch ein super Beispiel, wo man in den Sinn kam. Ich meine, früher, jetzt haben wir ja alle Knöpfe, die sind rund, tipptopp. Aber vor diesen Knöpfen, oder, das ist eine neuartige Erfindung, vor diesen Knöpfen hat es Stäbli gegeben. Nur Stäbli. Und dann hat irgendeiner den Knopf erfunden, oder, da zum Auf- und Zumachen. Und dann haben sich Gemeinden, die christlichen Gemeinden, gespalten zwischen den Knöpfler und den Stäbler. Weil die Stäbler haben gesagt, Knöpfe sind vom Teufel. Verstehst du? Aber das ist genau das, oder, wo der böse Einfluss gehabt hat, oder das Böse, ich habe recht, du hast recht, wir gehen da, oder, und so weiter. Und heute ist es vielleicht ein bisschen moderner mit den Liedern, oder, haben wir jetzt ein Schlagzeug oder nicht, da steht das Kreuz da, oder da, oder da, jetzt ist es 100 Jahre in der Mitte gewesen, jetzt kommt die Leinwand, ah, das geht gar nicht, nein, also, ich will eine Kirche, wo es in der Mitte, und so weiter. Und das sind so feine Sachen, wo das Böse in der Kirche schafft, oder? Wieder über Einfluss, über Macht, über ich bin doch schon länger da wie du, ich habe doch mehr zu sagen wie du und so weiter und probiert Spaltung reinzubringen. Und wieder vielleicht über Geltungsdrang, über Stolz, über das. Und wie gehen wir da vor als Kirche? Wir haben zum Glück die Bibel, das Neue Testament, 2. Korinther. Und das ist ganz eine einfache Sache, aber sehr wesentlich, wo man da könnte sagen, wem ihr vergebt, dem vergebe ich auch. Wenn ich etwas zu vergeben hatte, dann habe ich es nun euretwillen vor Christus längst getan. Denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Und genau da ist ein Punkt davon zu vergeben. Über seinen Stolz abzuschlucken und sagen, ja, ich vergib dir. Ja, ich gehe mit dir nochmal einen Meter, ich lasse dir nochmal zu. Auf der anderen Seite, der auf der anderen Seite sagt auch, ja gut, ich vergibe dir auch, komm, wir gehen nochmal einen Meter. Wir suchen ja was? Das Beste für die Kirche und deren Leiter. Und nicht das Beste für mich und was mir gefällt und wie wir untereinander gehen. Und da kann ich natürlich nur ins gleiche Horn blasen, wie der Johannes Wirth einmal reinblasen, der sagt, hey, hebet der Kirche Sorge. Wir heben der Kirche Sorge. Und wenn das machen, und dann müssen wir wachsam sein in dem Ganzen rein. Wo finden wir etwas? Wo geht es darum? Und dann kommt natürlich der Vers, den wir auch schon gehört haben, aus dem 1. Petrusbrief. Seid besonnen und wachsam. Also wachsam sein. Wo sehe ich etwas, wo ich noch vielleicht zu jemandem gehe oder wo er mir irgendwie ja, einfach schwierig war und ich muss nochmal darüber reden und dann müssen wir das klären und dann kann ich sagen, ja, es tut mir leid und er kann sagen, ja, ich vergib dir. Denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Verschlingen in Unversöhnlichkeit, in Hass, Nachträgen, all diese Sachen. Und natürlich, oder, wir können sagen, ihm sind die Zähne gezogen. Aber der Mensch hat so viele auch Schwächen, wo es einfach ist, ihn zu verführen. Über den Geltungsdrang, über diese Sachen, über Stolz und Einfluss und Macht und so weiter. Und ihm sind wirklich Zähne gezogen durch den Sieg von Jesus Christus. Und durch den gleichen Sieg von Jesus Christus haben wir die Möglichkeit, erfüllt zu werden vom Heiligen Geist. Und das ist die Stimme, die zu uns redet und in uns redet. Aber dann hören wir doch auch und fragen sie. Und sagen, hey, wie ist meine Meinung? Hey Jesus, was meinst du dazu? Wie soll ich es sagen? Oder vieles ist ja auch die Frage, wie sage ich so etwas? Hey, ihr seid schon immer falsch gewesen. Und schon immer habe ich gesagt, oder komme ich mit einer Haltung von der Demut und bringen etwas her. Und wir haben immer wieder Diskussionen in den Kirchen. Das ist ja normal.
jeder sieht es ein bisschen anders und jeder kann ein bisschen, oder sag es mal so, in einer GVC Zürich-Oberland, kann es sowieso sagen, oder? Da gibt es immer Leute, die rennen voraus und rennen in der Vision voraus, oder? Jetzt müssen wir noch das und dort und da hin, oder? Und da gibt es immer Leute, die ein bisschen kritisch sind und da ganz hinten, nein, also, was? Das gibt es immer, in jeder Kirche, auch bei uns da. Und die einen musst du als Pastoren musst du ein bisschen schieben. Ja, komm, ich lade dich ein, schau mal, oh, das geht für dich. Und dann da oben muss ich sagen, hey, halt, oder so ein bisschen zurückziehen. Das ist auch eine Aufgabe als Pastor, dass wir möglichst miteinander einen Weg gehen können. Wir wollen ja einen Weg gehen, wir wollen für dich gehen, wir wollen Ziele erreichen, wir wollen. Aber man muss es Einhalt geben und dort drin die Weisheit haben, nicht, dass Spaltung kommt, oder? Und darum, wenn du bist, gehörst du zu den Visionären, die vorpreschen, oder? Vielleicht einmal reinzuhalten, auf Gott zu hören, auf den Heiligen Geist zu hören und denken, was ist eigentlich das Beste, das Wohl von der Gemeinde? Ist das Wohl von der Gemeinde, so schnell zu gehen? Oder ist es Wohl von der Gemeinde, immer nur zu bremsen und zu kritisieren und mit dem Finger auf die anderen? Da bist du mündig, auf die Stimme zu hören und vielleicht dich runterzuschlucken und sagen, das Wohl von der Kirche ist irgendwo in der Mitte. Mit dem Tempo, nicht 200, da langen 100 und auch nicht 50, bitte. Außerorts 75 geht nicht, oder? Also, immer auch in dem Sinne zu sein und das zu wachsam zu sein. Und ich will euch sagen, es braucht ja die Vielfalt in der Kirche. Das braucht es ja und Gott hat jeden anders gemacht als der andere. Das braucht es und es ist auch jeder willkommen und auch theologisch. Es gibt gewisse Grundsätze, wo man nicht darüber diskutieren als GVC, aber man kann anderer Meinung sein und da in die Kirche kommen. Man kann man. Und das wollen wir auch. Und wir wollen nicht, dass da der Teufel umhergeht und uns kann verfangen, verwütschen. Und da sind die auch herausgefordert, da wieder zu hören und zu sagen, ja, hey, das muss ich einfach stehen lassen. Das kann man auch so. Ich habe nicht nur recht. Und auf der anderen Seite zu sagen, ja, da muss ich jetzt mal das Telefon machen und zu mahnen und zu fragen, aber in Liebe. Weil wir suchen ja das Beste für die Gemeinde und für deren Leiter. Auch in der Smallgruppe rein. Und das ist so wichtig, weil da die Kirche repräsentiert Jesus. Und genau da ist der Punkt, wo der Teufel rein will, dass wir unsere Reputation verlieren als Kirche. Alle sagen, ja, schau es doch an, selber nur verstrittenes Pack und jetzt wollen sie da von Jesus Liebe erzählen. Das wollen sie. Das ist das Ziel vom Bösen. Oder? Und dann haben wir natürlich eine dritte Variante, da sehen wir das Gesellschaftliche. Wir sehen, das Böse wirkt nicht nur individuell oder in der Kirche, sondern auch in ganze Gesellschaften rein oder in ganze Machtsysteme. Und es ist genau das Gleiche, oder? Wo viel Macht herum ist, probiert es, den Missbrauch von der Macht herzubringen. Dass etwas passiert. Und auch in diesen Systemen siehst du dann ziemlich schnell, da geht die Freiheit verloren und da geht Lebensqualität verloren. Und birgt in sich den Tod. Und das sind so Lebenssysteme, ich kann natürlich ganz ring jetzt aufs Nazireich zeigen. Sagen, schau, was ist das für ein dämonisches System gewesen? Wie hätte das noch passieren können? Ja, wie haben alle Christen dort auch können, also nicht alle, aber ein Haufen können mitziehen, lange Zeit, bis sie gemerkt haben. Und da merkt man, da ist das Böse dran. Aber da, gell, es ist einfach, immer auf die Nazis zu zeigen, oder? Es ist auch in der heutigen Zeit, wenn du mal ein bisschen schaust, in der Geschichte, oder, das hat praktisch jedes Land, wo es Grossreich mal war, hat irgendwo Machtmissbrauch betrieben. Ich meine, da können wir in den Osten schauen, da können wir auf China schauen, da können wir in die Staaten schauen, da können wir auf Südamerika schauen. In Paraguay war eine Diktatur gewesen, das weiss ich noch vom Missionspraktikum, wo wirklich musst du sagen, hey, boah, das ist so bösartig gewesen, so menschenverachtend. Boah. Und ich meine, was jetzt abgeht, politisch, ja, ich will nicht mehr politisch werden, aber ich meine, was jetzt abgeht, ist, nein. Aber wisst ihr was? Er kommt noch schlimmer. Wenn man die Offenbarung liest, dann merkt man, da geht es um so ein System, ein Stück weit, wo satanisch, wo dämonisch, wo bösartig ist und wo nichts Gutes will. Und da habe ich aus Offenbarung 13, Vers 7, es, in Klammern das Tier, herrschte uneingeschränkt über alle Völker und Stämme, über die Menschen aller Sprachen und Nationen. Und alle Menschen auf der Erde werden das Tier verehren und anbeten. Und dann merkt ihr, das ist ein ganzes System, wo sage ich für die Anbetung. Wo man den Präsidenten anbetet. Das haben wir in China schon mal ein bisschen erlebt, oder?
Wenn es große Statuen, Nordkorea meine ich, Entschuldigung. Oder wo das, da merkst du, so ein Stück weit haben wir da drin rein. Und ich meine, das sind dann alle. Das ist nicht ein Land. Da geht es. Führst du auch in dieser Richtung. Das sind so drei Hauptwirkungsbereiche, wo man eigentlich schnell herausfinden können. Individuell, in der Gemeinde und aber auch in ganzen Machtgefüge. Und da gibt es noch ganz viel dazwischen. Wir können die Predigt darüber halten, hat denn der Teufel oder das Böse Macht im Wetter? Kosmos, in diesen Sachen. Das lassen wir jetzt heute, das könnt ihr dann in der Kleingruppe diskutieren zum Beispiel. Aber da gibt es noch viele ganz andere Sachen, wo man auch noch reinnehmen können. Aber diese drei Sachen haben wir mal miteinander anschauen. So als Grundlage, oder? Und dann sehen wir ja gut, das sind die Einflussbereiche. Und dann ist die Frage, ja, wer agiert denn da? Meine, auf der einen Seite haben wir die Engel, die agieren, und auf der anderen Seite haben wir Dämonen, die agieren. Und so wollen wir jetzt zuerst einmal über Engel reden. Wollen wir mal zu dem Thema kommen. Und ich weiss jetzt nicht genau, wie schnell du heute hierher gefahren bist in die Kirche. Je nachdem könntest du einen Schutzengel gebraucht haben, oder? Wer ist so über 120 gekommen? Ha! Wir haben doch jemanden, der ehrlich ist, oder? Also ich habe dann aufgehört bei 200, dann dachte ich, jetzt muss ich langsam ab dem Gas, oder? Ja, mit dem Töffel ist das noch cool gewesen, oder neben so. Nein, stimmt nicht. Aber eben, ich als Töfffahrer bin schon noch recht froh über Schutzengel, oder? Und du vielleicht auch. Wir haben eine ganz coole Story erlebt, Miriam und ich, mit Autofahren, oder? Da sind wir gefahren am Silvester und dann wirklich ins Juhe raus, also so ins Gebüsch und so. Und das Auto war so aufgebockt auf einem Stamm und dann sind wir beide ausgestiegen. Also es war langsam gewesen, und ich sage jetzt nicht, wer gefahren ist und so, oder? Und es ist einfach, jedenfalls sind wir beide ausgestiegen und denkt, hey, jetzt ist irgendwie morgen um 2 und du bist im Pampas raus und du kannst überhaupt nichts. Oh Herr, wir sind aus einem Gottesdienst gekommen, von Brütten, dort hat der Hannes noch Gottesdienst gehabt, oder? Mit Passersdorf zusammen und so. Ja, da sind wir so dort gestanden, an dem Waldrändli, so das Gebüsch war, ja genau, oder? Und dann haben wir gesagt, Herr, jetzt brauchen wir einfach irgendwie Hilfe. Und ich sage euch, in dem Augenblick, wo man das Gebet beendet hat, fährt ein Fiat Panda her. Also ein kleines Auto. Und es stehen vier Typen aus dem Auto raus. Also, der Thomas ist klein dagegen, oder? Also wirklich breite Kasten, gross, vier Stück. Ich weiß gar nicht, wie die in dem Auto Platz haben. Die kommen, heute zusammen, wir sind da rausgefahren, jeder hat einen Eckchen gehabt, hat das Auto wieder auf die Straße. Die sind, ohne etwas zu sagen, sind die wieder in die Karre reingefahren und weg. Und das war eine Engelsbegegnung. Könnt ihr sagen, was sie wollen, oder? Und wir sind eingehockt, das Auto ist noch gelaufen, sonst hat es nichts verbogen, also sind wir weitergefahren, oder? Das ist so, das könnte sein, oder? Und da merkst du, so Schutzengel sind gar nicht schlecht. Und wenn ich jetzt aber schaue, was wissen wir über Engel in der Bibel, ist es eben auch nicht so viel. Die in der Esoterik wissen sehr viel mehr. Aber selbst sind alles Erfahrungen. Selbst ist nicht beruht auf das, was Gott sagt über den Engel. Und da möchte ich euch sagen, Engel, was ist denn das, oder? Im Alten Testament sind es Boten gewesen, im Neuen übrigens auch, die haben einfach anders geheißen. Auf Hebräisch hat man ihnen Malak gesagt, Malak, das heisst eben Bote. Und ja, das sind, Malak hätte auch können ein Mensch sein, der eine Botschaft überbringt, oder eben ein Engel. Im Neuen Testament, da haben wir es dann, das ist das Angelos, oder der Engel, der heisst auch Bote, und kommt 176 Mal ungefähr vor im Neuen Testament. Also etwas, was es gibt. Die Engel sind da und die gehören. Und wenn wir dann schauen, ja, wie viele sind es denn? Wie viele Engel gibt es denn da, oder? Oder, ja, und es ist wirklich eine unzählbare Schar. Jetzt kannst du das Bild da bringen, das ich gemacht habe. Also nicht ich, aber gefunden habe, oder? Das ist so dort, genau. Auf jeden Fall, die unsichtbare Welt geht auf, man sieht es jetzt nicht so gut. Man sieht noch Rössli. Komisch. Aber eigentlich hat es noch Engel drauf, oder so, die Stadt, die belagert worden ist und Elisa oder sagt seinem Kollegen, hey, schau mal, jetzt zeige ich dir die unsichtbare Welt und dann siehst du ein Engelsheer. Und das findest du oft, etwa die in der Bibel und sind meistens unzählbar. Es steht sogar 1000 mal 1000 beten an, oder? Und das sind riesige Scharen, die auf unserer Seite stehen, he? Coole Sache. Können wir schon ein bisschen den Macker raushängen eigentlich, oder? Nicht immer eingeschüchtert tun, sondern können da hergehen. Also es sind unzählbar. Im Hebräer hat es so eine Beschreibung, im Hebräer 12, wo einfach 1000 mal 1000 mal 1000 sind da, oder? Kannst du dir das mal vorstellen? Du stehst irgendwie auf dem Bachtloben und schaust schon mal so, und es sind einfach alles voller Engel. Und alle beten da, Jesus Christus, und wir gehen mit ihnen, wow. Und dann
Einzelne Engel finden wir auch, die haben den Namen über in der Bibel, oder? Da gibt es den Erzengel Gabriel, also Engel Gabriel, es gibt den Michael und es gibt sogar den Raphael, den gibt es zwar nicht in der Bibel, aber in den Apokryphen zwischen dem Neuen und Alten Testament. Und man geht dann hin und sagt, ja, das sind so Hierarchien, finden wir nicht in der Bibel, eigentlich. Könnte sein, dass es Engelfürsten sind, Gabriel, Michael, aber ganz, ganz klar ist es nicht. Dass man jetzt eine Lehre machen könnte, dass es verschiedene Stufen von, da gibt es den Soldatenengel, da gibt es den Korporalengel, den Leutnantengel und so weiter, das können wir nicht so. Aber wir merken, es gibt Engel, die über mehrere Engel sind. Aber man kann es nicht ganz genau so sagen. Und dann das Aussehen von einem Engel. Oder? Die meisten sind Flügel, haben es. Aber meine vier im Fiat haben jetzt keine Flügel gehabt, sind das normale Menschen. Also du siehst, in der Bibel hast du wie beides. Solche, die wirklich ganz krasse Botschaften überbringen, die haben vielleicht gar keine Flügel gehabt. So, beim Abraham vielleicht oder so. Aber andererseits haben sie auch Flügel, was man nicht findet in der Bibel. Wirklich nie nicht, das sind die Engel. Genau. Die sind nie nicht kindlich, sie sind nie nicht Pfeil und Bogen und auch keine Harfe. Das finden wir nicht in der Bibel. Das ist eine Erfindung von ich weiß nicht wem. Und das ist das, was wichtig ist. Oder? Die sind schon recht gross. Ich habe ein Buch gelesen, wo einer, der plötzlich Engel am Bett hatte, oder? Und hat ein Buch geschrieben und so. Das ist wirklich noch interessant. Irgendwie ist man dann irgendwann gleich ein bisschen esoterisch geworden. Aber er hat gesagt, dass er keine kleiner gewesen als 52. Also es sind schon noch imposante Sachen. Aber das finden wir jetzt nicht die Masse in der Bibel. Das sind Erfahrungswerte. Und als GVC gehen wir dort auch nicht her und sagen, ja so ist es. Bloß weil er jetzt ein Buch geschrieben hat, das ist ja schön. Aber so ein bisschen zu dem. Und dann, wenn wir mal schauen, was machen die Engel denn? Was haben denn die für einen Job? Und der Punkt ist, der wichtigste Punkt von allen ist, es sind Diener. Und Gott und Jesus und der Heilige Geist, die Dreieinigkeit, ist der Chef. Das ist mal grundsätzlich zu wissen. Sie sind dienstbare Geister, steht im Hebräer. Und Gott gibt ihnen Aufträge. Und dann gibt es zum Beispiel die Engel, die arbeiten. Haben wir schon ein bisschen gehabt, im Jesaja, siehst du das, oder? Die in diesem Bild, sie beten da, der Thron und ganz viele Engel rundherum. Aber wir merken es auch zum Beispiel, wo Jesus auf die Welt kommt, Ehre sei Gott in der Höhe. Das sind Engel, die Gott abgepriesen haben, die gejuchzt haben, die gemacht und tun haben, oder? Wo Jesus, der Erlöser, auf die Welt gekommen ist. Da merken wir, das ist ein grosser Teil, wo die Engel eine Aufgabe haben. Aber sie sind auch Wachengel oder sie bewachen auch etwas. Zum Beispiel in der Geschichte, wo man im Garten Eden, wo es heisst so, jetzt da ein Engel vor die Türe her mit dem Schwert rein, da kommt niemand rein und niemand raus. Da haben wir auch eine Aufgabe, und ein Engel muss eine Türe bewachen oder einen Eingang bewachen. Dann gibt es Gerichtsengel. In der Apostelgeschichte, der Herodes, oder? Der ist der, der alle, hat, also der alle Kinder gekillt hat und so. Später drin heisst es dann, und Gott schickt einen Engel, der ihn gestraft hat, und er ist mit von Würmern zerfressen gestorben. Irgendwie hat das mit einem Engel zu tun gehabt. Also es gibt auch Engel, die Gericht bringen. Das sieht man in der Offenbarung auch ein Stück weit. Und das sind Aufgaben, die Gott ihnen gibt. Und dann aber eben dienen, schützen, begleiten. Das sehen wir in der Apostelgeschichte, wo die Engel jemanden beschützt haben, wo die Engel jemanden aus dem Gefängnis raus begleitet haben und so. Das sind die Sachen, die Engel machen. Oder eben, sie sind Boten. Sie kommen zu der Maria und sagen, hey, du wirst ein Sohn und so weiter. Und sie kommen zum Zacharias, sie kommen zu den Hirten. Euch ist der Heiland geboren. Das sind die Sachen, die Engel machen. Und sie kommen eigentlich immer mit einer wunderschönen Anrede. Weil wenn so ein Engel da steht, hast du wahrscheinlich schon gar kurz mal geschwind leer geschluckt, oder? Und es gibt auch solche, die sich dann auf die Knie sind und sagen, nein, du musst nicht mich anbeten. Das ist auch ein Engel aus der Bibel. Er sagt, ich verdiene keine Anbetung, ich bin nur ein Bote. Und er weiß auch, was er darf und was er nicht darf, oder? Oder was er, und Anbetung nehmen darf er nicht, weil die gehört Jesus Christus. Die gehört dem Gott auf dem Thron, dem Lamm und so weiter. Und sie kommen immer mit dieser Anrede, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Und das ist manchmal eine imposante Erscheinung, aber er sagt, hey, ich bin da, es ist ein Engel Gottes da, du brauchst dich nicht zu fürchten. Und wenn man das im düsten Krieg und links und rechts viel und alles und ein Engel ist da und sagt, ich fürchte dich nicht, ich bin da mit dir, ich gehe da. Und vielleicht auf der Bühne, wenn du Worship machst, wenn du Begrüßung machst, wenn du predigst, oder, hey, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und das ist eine ganz gute Sache, die Engel auch bringen.
Und wie wollen wir jetzt mit diesen Engeln umgehen? Oder? So ein bisschen im praktischen Bezug. Schön, dass wir jetzt das alles wissen. Ich meine, das hätte er auch selber herausgefunden, mit einem guten Bibellexikon und alles. Aber wie gehen wir denn jetzt damit um? Und eins ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir nehmen nie Kontakt auf zu Engeln. Die Bibel sagt, dass in keinem Satz bete noch zum Engel Gabriel, dass er dir möge, weiß nicht was, 10 Engel zur Hilfe stellen. Nichts. Wir kennen den Chef. Wir kennen Jesus Christus, wir kennen den Heiligen Geist und den Vater. Und ihn fragen wir um Hilfe. Wir haben kein, das ist gar nicht nötig. Wir können direkt, ganz direkt zum Vater im Himmel gehen. Oder zu Jesus Christus beten. Oder den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Aber nicht zu einem Engel. Dort wird es komisch. Also biblisch gesehen, komisch. Das wollen wir nicht. Wir haben auch nicht irgendwie so, ich habe dann so ein bisschen Esoterikformen ein bisschen rumgegoogelt und so, oder? Und dort werden Engel immer als Mittler. Natürlich sind sie Boten. Das haben wir ja gehabt. Aber sie sind nicht ein Mittler. Es gibt nur einen einzigen Mittler zwischen Mensch und Gott, und das ist Jesus Christus. Und zu dem reden wir und nicht zu irgendwelchen Engeln. Und die gehen da in den Offenbarungen und so weiter, oder? Und haben dann, wow, weiss nicht was. Nein, wir gehen zum Vater und der schickt Engel. Und eine gute Geschichte war von einem Missionar, der mit einer Gruppe vom einen afrikanischen Dorf zum anderen afrikanischen Dorf gehen und er gewusst, hey, da rein ist wirklich nicht gut. Da hat es Finden in dem Busch rein und alles ist schwierig. Und er hat, bevor sie gegangen sind, ein SMS geschrieben zu einem Kollegen in der Schweiz und gesagt, hey, bete doch für mich. Der hat 5 Leute angerufen und gesagt, komm, wir beten zusammen für den. Die haben übernachtet in dem Busch draussen. Und sie sind wirklich angegriffen worden und haben wollen gerade zack und plötzlich haben die Angreifer 5 Leute gesehen, um das Zelt herumlatschen. Ziemlich grosse. Ja, da merkst du, oder? Wir können zum Vater beten. Die Missionare in der Schweiz haben, die Beter in der Schweiz haben zum Vater gebetet und gesagt, hey, hilf ihnen. Und er hat für jeden einen hergeschenkt und das hat gelangt. Zum können die Missionare beschützen, die da im Dschungel unterwegs sind, oder? Und wichtig, sobald es dann darum geht, ja, ich bete zu einem Engel und Zeug und Sachen, wie wenn so ein Engel kommt, dann hat er schon eine rechte Lichtgestalt, oder? Aber der Engel des Lichts, haben wir das letzte Mal gehört, das ist ein Begriff für Satan. Und wie weiss, dass der auch leuchtet und wie gross das er ist und wie cool er es findet, vielleicht, sich anzubeten lassen und dir dann eine Vision gibt, die zusätzlich ist zu der Bibel, zu dem, was du sonst noch weißt. Mäh. Das geht nicht. Das ist das, was die Bibel sagt, nie im Leben, oder? Und da haben wir es auch im Kolosser. Lasst euch das Heil von niemandem absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel. Und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen. Hey, das gibt's nicht. Das wollen wir nicht. Wir haben die Bibel als Offenbarung und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und da drin hast du vielleicht auch weisse Magie. Die wollen ja etwas Gutes für mich. Die geben mir noch ein bisschen Wort und ein bisschen zeigen mir Zukunft und was auch immer. Nicht da. Schauen wir mal weiter. Bei den Dämonen. Sie waren ein bekanntes Phänomen zur damaligen Zeit. Sie kommen 63 Mal vor in der Bibel. Wird von Dämonen geredet. Und da, wenn wir miteinander jetzt etwas lesen. Es ist eine Geschichte, wo Jesus Christus die Hauptrolle drin spielt. Ist doch eine gute Geschichte. Und wir werden schauen, wie er mit Dämonen umgeht und was dort so über Dämonen gesagt wird. Markus 5, 1 bis 20. So kamen sie in das Gebiet der Gersasee, am gegenüberliegenden Ufer des Sees. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen und niemand war in der Lage, ihn zu bändigen, nicht einmal mit Ketten. Man hatte ihn zuvor schon oft mit Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hat er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mehr Herr über ihn. Tag und Nacht war er ununterbrochen in den Grabhöhlen und auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein.
Also da merken wir, wenn eine Dämonisierung oder eben die Bibel redet jetzt da übersetzt von Besessenen, oder? Dämonisiert, also unter starkem Einfluss von Dämonen, oder? Das ist immer, wie wir es am Anfang gehört haben, das ist selbstzerstörend, das ist lebensfindlich, er wohnt in der Grabhöhle, schlägt sich selber, Selbstverletzung, all das kommt dort rein, oder? Und er hat auch übermenschliche Kräfte und tut und macht und pff, das merkt man dann schnell einmal, oder? Und da merkt man, okay, wenn jemand unter diesem Einfluss steht, dann ist es selbstzerstörend. Und kaum hat er dieser Mann, Jesus, von Weitem erblickt, kam er herbeigerannt und warf sich vor ihm auf die Knie. Also wir sehen auch in diesem Beispiel, wer der Chef ist. Wir sehen in diesem Beispiel, wer der Chef ist. Jesus ist nur auf Platz, der hat ja nicht einmal etwas gesagt. Und schon ist seine Autorität klar. Und darum gehen wir auch zu Jesus Christus. Wir sind seine Kinder. Wir gehen nicht zu irgendwelchen Mächten sonst, die vielleicht noch ein bisschen könnten, oder? Nein, wir gehen zu Jesus. Er ist der Chef. Weil alles andere muss sich beugen. Er schrie mit lauter Stimme: Was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes? Also es war ganz ziemlich klar gewesen, wer Jesus ist. Er hat noch nicht einmal etwas gesagt. Sohn Gottes des Allerhöchsten, ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus war ihm sofort mit den Worten entgegengetreten: Verlass diesen Menschen, du böser Geist. Nun fragte ihn Jesus: Wie heißt du? Also da merken wir, es ist ein Gebieten von Jesus Christus gewesen. Das können wir auch bei uns in der Praxis annehmen, wenn wir dem begegnen. Aber es heisst nicht, dass wir jedes Mal jetzt fragen: Wie heißt du? Was bist du für ein Geist? Und so weiter. Das gibt es einmal in der Bibel und das ist da. Das heisst nicht, dass wir jetzt gerade eine Lehre machen und der so und herausfinden, sondern es langt eigentlich schon zu gebüten. Genau. Nun fragt er: Wie heißt du? Ich heiße Legion, antwortete er, denn wir sind viele. Also wir merken, bei einer Dämonisierung kann es auch sein, dass mehrere Dämonen am Werk sind, nicht nur immer eine. Wir sind viele. Und er flehte Jesus an, sie nicht aus jener Gegend fortzuschicken. Also der hat da gewohnt, oder die haben da gewohnt. Da könnte man nicht sagen, auf gut, es gibt Dämonen, die an gewissen Orten heim sind und dort wohnen, oder? Nicht weit von dort weidete am Berg eine große Herde Schweine. Lasst uns doch in diese Schweine fahren, baten die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen und die bösen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da stürzte die ganze Herde, etwa 2000 Tiere, den Abhang See und ertrank. Also wieder, der Endeffekt ist der Tod. Zeigt sich da wieder mal gewaltig, oder? Die Schweinehirte liefen davon, berichteten in der Stadt, oder, Dörfer. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Besessenen bei ihm. Der Mann, in dem die Legion Dämonen gewesen war, saß jetzt da, bekleidet und bei klarem Verstand. Also Jesus ist der Herr, es kommt wieder klar raus. Und die mussten gehen und das finde ich ist recht wichtig, wenn man mit dem Zusammenhang dabei ist, wir kommen in deren Autorität und müssen dann nicht irgendwo zurückweichen oder ja, vielleicht, oder ein Deal eingehen oder so. Wir kennen Jesus Christus. Wir können zu ihm in seiner Hilfe, in seiner Kraft gehen. Und man kann das eigentlich nur nicht genug wiederholen, dass das einfach auch klar ist und in unseren Köpfen drin ist. Genau. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun, nachdem sie von den Augenzeugen erfahren hatten, was mit den Besessenen, mit den Schweinen geschehen war. Drängten sie Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Ich finde, das ist jetzt ein Fehler gewesen. Ich hätte ihn jetzt eher eingeladen zu mir heim, oder? Aber das haben sie müssen selber wissen. Als er ins Boot stieg, der bat ihn, der besessen gewesen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubt es nicht. Nein, du hast einen anderen Job. Und was? Gib Zeugnis von dem, was du erlebt hast. Gang heim und erzähl, was Gott Gutes an dir da hat. Und das ist immer der Punkt, oder? Wenn Gott etwas Gutes an dir tun hat, gib Zeugnis. Erzähl es. Schwärm von Jesus, schwärm von der Gemeinde, schwärm von deinen Freunden, von der Small Group, von dem, wo Gott wirkt bei dir. Und das ist der Auftrag, den Gott nachher den Menschen gegeben hat. Und wir auch wieder haben, oder? Geht hin in alle Welt und fähnet von Jesus Christus. Lehret sie, taufen sie. Und das auch da drin wieder. Und da merken wir, es gibt einige Sachen über Dämonen, die da klar drin sind, oder? Wir können sagen, die wohnen vielleicht an einem Ort und wollen gar nicht von dem Ort weg. Das gibt's. Aber wegen dem machen wir nicht gerade eine Lehre, dass man zuerst den Ortsdämon muss bekämpfen und rundherum wandern und so weiter. Das ist jetzt nicht aber es ist vielleicht auch nicht schlecht. Die Bibel lässt das offen. Sie redet manchmal davon,
dass an Ort gewisse Dämonen hausen, oder? Die Bibel redet auch vom Thron, vom Satan, irgendwo in der Türkei. Das merkt man, oder? Das ist dort so. Aber machen wir jetzt gerade eine Lehre daraus und es gibt jetzt einen über Oster und dann gibt es über jedes Quartier einen und im Bar und so weiter. Das machen wir nicht. Weil es gar keine klare Lehre gibt über Dämonen. Und es ist ein bisschen der Punkt, oder, wenn man über Dämonen redet, dann merken wir auch, in der Bibel heißt es, Satan ist der Verführer von allen und nicht Dämonen. Also das heißt, Dämonen sind gar nicht die, die dich unbedingt verführen, das sind deine eigenen Gedanken, schluckweit, oder? Aber da ist das Problem, dass wenn du in Sünde lebst, dann bietet man ihnen vielleicht auch eine Plattform, eine Landebahn für die Dämonen, um dort drin hineingehen. Also wenn dein Stolz gross ist, deine Geldliebe und so weiter, dann ist vielleicht ein Punkt dort, dass ein Dämon landen kann und dir dort drin noch ein bisschen beimacht, oder noch ein bisschen Nahrung da gibt. Und da gibt es so ein gutes Bild, oder, wo wir auch schon gebraucht haben, das ist dort, wo Abfall ist, dort sammeln sich Ratten. Und in diesem Bild ist klar, der Abfall ist die Sünde und die Ratten sind Dämonen, die sich dort versammeln können. Oder? Und das ist etwas, was im Leben von einem Menschen klar kann sein, dass wenn du dort drin bist, dass dann auch gewisse Dämonisierungen können, möglich sein können. Dass dort ein Einfluss kommt von denen. Ich wollte zwar ein Bild bringen von dem Abfall und den Ratten und so, aber die Rätli, die sind so herzig auf diesen Bildli, das hat wie nicht gepasst, oder? Aber es ist wirklich so ein bisschen, genau. Und die Bibel, das ist etwas Herzige, oder? Also, nein, das ist falsch Wort, aber doch, jetzt ist eigentlich das Gute an der ganzen Geschichte, oder? Die Bibel lehrt nicht eine riesen Lehre über Dämonen. Es zeigt eigentlich nur so viel, dass wir wissen, wie wir sie loswerden. Durch Jesus Christus, durch den Namen Jesus Christus, durch diese Sachen. Und das ist recht gut. Und jetzt möchten wir auch da bei den Dämonen einen gewissen Umgang anschauen, eine gewisse, wie mache ich denn das praktisch, oder? Und da gibt es halt eben, beim Okkultismus heisst ja verborgen, im Geheimen, Geheimwissen, da gibt es ganz verschiedene Sachen, oder? Spiritismus, Astrologie, Magie, Esoterik, Tarot, Ufologie, New Age-Bewegungen, all das, oder? Verbirgt sich dort dahinter. Und es ist ein Stück weit immer das Gleiche, so dass das Wissen oder Information oder Einfluss zu gewinnen, durch das, dass man die unsichtbare Welt durch verschiedene Rituale oder Wege anfragt. Dass ich dann die Zukunft weiss von jemandem. Oder dass ich ein bisschen mehr Kraft habe oder Energie habe und so weiter. Und da gibt es ganz viele Diskussionen. Was gehört jetzt noch dazu? Was ist schlimm? Was dürfen Christ und was nicht? Oder? Und das ist natürlich eine riesige Diskussion. Und come on, da müsst ihr wie selber vernünftig sein. Wie selber gross, oder? Um dort hinzuschauen. Und ich meine, ich habe schon jenste Diskussion über Yoga geführt. Oder wie schlecht ist jetzt Yoga und dürfen Christ Yoga machen oder nicht? Und ich schicke dann allen ein Zeugnis von einem hochkarätigen Yoga-Lehrer, der an Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Ja, bei LiveNet findet ihr das. Und müsst ihr mal lesen, was der sagt über Yoga. Und dann muss ich auch sagen, okay, du musst entscheiden. Oder bei gewissen Games, die spiele ich einfach nicht mehr. Oder hast noch nie gespielt, weil einfach irgendwie deine Opfer, einfach wirklich ganz schlimmes Zeug, wo musst du sagen, hey, nein, das geht nicht. Aber manchmal hockst du schon in einem Film rein, findest du den ganzen Film eigentlich noch cool, oder? Und dann plötzlich kommt irgendwie so 2 Sekunden, wo sie irgendwie so eine Lebensweisheit raushauen, oder, in dem Film, wo man sagt, man, come on, so ein Mist, oder? Und das sage ich dann einmal laut. So ein Seich! Also im Kino nicht so laut, oder? Aber daheim schon ein bisschen, oder? Wo ich dann einfach deklariere, das ist eine Lüge, das ist falsch, oder? Und da einfach bei Filmen und gerade bei so Sachen. Ich meine, sind wir im Kino gesessen und wir haben eigentlich irgend so einen normalen Film schauen, nichts Schlimmes. Aber die Vorschau ist irgend so eine einfach wirklich ganz komischer Film gewesen. Und der Kollege neben mir sagt, du Elias, ich glaube, nachher brauche ich ein Befreiungsgebet, weil das ist jetzt so cool gewesen, oder? Und ich dachte, boah, ich weiß es nicht, oder? Ich weiß nicht, was bei ihm passiert oder bei mir. Das ist bei jedem für sich. Und ich weiß nicht, wo deine Grenze ist. Da bist du mündig. Aber ich weiß, dass ich Herr der Ringe, oder? Der letzte Teil. Wirklich noch cool mit der Schlacht und so. Und natürlich sehr viel. Aber dann irgendwann hockt es da so in einem nicht kämpfenden Augenblick von dem Film. Hockt der Gandalf dort mit irgendeinem kleinen Hobbit da, oder? Und dann erzählt er ihm eine Lebensweisheit. Und er erzählt so einen Mist. Echt. Das kommt sicher nicht im Buch vor.
über, ja, es geht dann in das nächste Leben und bla 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 und so. Und ich muss sagen, hey, so ein Scheiß, den muss ich dann einmal deklarieren und sagen, das geht nicht, Blödsinn, will ich nicht. Genau. Aber viel wichtiger ist, forsch doch darüber. Forsch darüber. Und find deine Antwort. Das ist das Wichtige. Und frag den Heiligen Geist, hey, soll ich mit dem aufhören? Soll ich da weitermachen? Ist das ein Film für mich oder nicht? Und da habe ich gewisse Sachen, wo ich dem... Mein Gewissen ist ein bisschen enger in diesen Sachen als Menge anderem sein. Aber ich lasse. Und das ist ganz wichtig, das zu forschen und dann sich eben auch da drin können belehren lassen. In dem Ganzen rein, oder? Grundsätzlich besteht eine Tendenz zu der Verharmlosigkeit, Verharmlosung von Okkultismus und diesen übersinnlichen Sachen. Und dort würde ich jetzt eher sagen, hey, pass auf. Oder bloß weil alle sagen, ja, das ist doch nicht so schlimm und Zeug und Sachen. Ich meine, über Harry Potter haben wir diskutiert und weiss nicht was mit diesen Büchern jetzt genau ist. Ich weiss es nicht. Aber verharmlosen würde ich jetzt nie einfach alles so grundsätzlich ist easy und so weiter, oder? Und vielleicht sitzt es da innen oder ist so ein Punkt von der, ja, habe ich jetzt eine Belastung? Ist da etwas in meinem Leben? Wie geht das und so, oder? Und da möchte ich einfach nochmal ganz kurz über die möglichen Einfallstore reden, oder? Wo da halt offen sind, vielleicht bei dir oder in einem Leben drin. Und eins davon ist, bewusst in Sünde zu leben. Bewusst so zu leben, dass Gott keine Freude hat, dass es zielverfehlend ist. Vielleicht gibt es. Oder sagen wir, du hast Geldliebe und so. Und dann kommt ein Gedanke von der Geiz, vom Geiz hinein, das ist mir und ich komme zu kurz. Und dann nimmt das ein, etwas. Und es passiert vielleicht in deinen Gedanken hinein, so eine Festung oder ein Gebäude. Und das kann dann sein wie eine Landebahn, dass du eigentlich Sünde in deinem Leben hast und du bietest die Landebahn an. Oder ein bewusstes oder unbewusstes Einlassen auf Okkultismus oder die bösen Mächte. Karten legen oder ein bisschen Zukunft lesen und das ist ja nicht so schlimm und so. Und plötzlich bietet das eine Landebahn für Dämonen, die drin hineinkommen. Und mein Vater war so einer, bevor er zum Glauben kam, ist er regelmäßig, ob er sich Zukunft und so weiter lesen lassen und alles, oder? Und irgendwann haut einer den raus, oder? Und sagt, du wirst mal an deinem Geburtstag sterben. Das ist cool, oder? Super. Ich meine, das würde, also sorry, oder? Der hat nachher Einfluss gehabt, wenn du dem glaubst, was das gesagt, dann hat noch nie mehr einen schönen Geburtstag gefeiert, bis er dann zum Glauben gekommen ist. Und bis er dann gesagt hat, und im Namen Jesus Christus hat das nichts mit meinem Leben zu tun. Und da eine Bindung hat müssen abschneiden. Und das kann passieren. Wo vielleicht mit Spiel angefangen hat, ein bisschen Gläserrücken mit Kollegen und so, kann es da Landebahnen geben für so Kulte oder für die Dämonen. Und dann gibt es natürlich andere, so traumatische Erlebnisse im Leben. Wo auch so eine Landebahn kann sein, wo gewisse Gummiseile vielleicht einhängen können oder so. Und meine Frau und ich, wir haben beide den Papi relativ früh verloren. Bei der Miriam war das traumatisch gewesen und hat seitdem dann auch eine gewisse Verlustangst sich eingeschlichen. Eine Angst, oh nein, da verlässt mich jemand und vielleicht stirbt der auch noch und der auch noch und der auch noch. Und ich meine, was ist das für ein Leben, wenn du das Gefühl hast, immer deine Liebsten sterben? Und das kann eine Landebahn sein, von Angst und Panik und Hilfe. Und wir haben wirklich einmal in der Frohburg, in der Wohnung, ein ganzes simples Gebet gesprochen. Oder Jesus Christus, wir wollen, dass die Angst weggeht, du bist Herr über deren Angst und die ist weg gewesen. Und dann merkst du, okay, also wenn es so krass vorher nachher gibt. Und das ist ein traumatisches Erlebnis, wo nachher etwas war, wo kannst du sagen, hey, das könnte jetzt vielleicht auch in der unsichtbaren Welt irgendwo ein Anker gewesen sein. Ich habe meinen Papi auch verloren, mit 10, und habe eigentlich nichts davon getragen, was in diesem Bereich ist. Und da merkst du, es ist individuell. Es hat vielleicht manchmal so oder manchmal so. Aber dramatische Erlebnisse in deinem Leben würde ich nochmal anschauen. Vielleicht durchgehen. Und so möchten wir auch noch am Schluss jetzt ein paar hilfreiche Schritte auf dem Weg zur Freiheit miteinander anschauen. Und da ist halt wichtig. Du bist mündig. Und wir als GVC sagen, du bist ein mündiger Christ. Du musst selber wollen mit deinem Leben aufräumen. Du musst selber wollen heranschauen. Ich zwinge dich da dazu nicht. Aber du bist der, der vielleicht jetzt da aufräumen will, gerade in diesem Bereich. Und so prüf dich und schau durch, hey, was könnte ich da, will ich da noch irgendwo etwas anschauen oder machen? Und da kann man in die Seelsorge gehen. Und das deckt sehr viel dort auf.
Und das mit der Seelsorge ist eigentlich so ein Punkt, der ganz wichtig ist, dass man zuerst eine schlaue Diagnose stellt. Und das ist schwierig. Ich kann doch nicht sagen, der eine ist krank und dann ist er einfach krank und die sind krank und da weisst du, da kommt etwas aus der unsichtbaren Welt. Oder? Das ist so eine Geschichte, wo vielleicht er unterwegs ist und darum aus der dämonischen Welt etwas hat. Oder? Und das ist ganz schwierig, da dann herauszufinden, was ist normal im Leben und was ist denn da dämonisch. Und das ist das, die Wichtigkeit von dieser Diagnose. Oder was ist denn wirklich eine Krankheit? Wo haben wir irgendwo eine Schizophrenie diagnostiziert und wo ist es etwas, wo jemand eine Dämonisierung hat? Oder? Das ist ganz schwierig. Und da gibt es wirklich nicht ein biblisches Lehrbuch, wo man sagt, die Bibel sagt das und das und das, sondern da sind wir auf uns allein gestellt. Nein, sind wir nicht. Wir haben zwei Gaben, die sehr cool sind in diesem Bereich von der Diagnose. Und zwar ist eine Gabe ist die Gabe von der Geisterunterscheidung. Und du kannst darum bitten, dass Gott dir zeigt, was ist mit dem Mensch los. Und das andere ist die Gabe vom Gebet, wo du kannst gebieten und reden mit dem Mensch oder dort drin hineingehen. Und das ist die zwei Gaben, die wir auf die Karte stellen, da bei der Diagnose. Natürlich haben wir top ausgebildete Leute, die Krankheiten kennen und alles, aber gleichzeitig greifen wir auf das zurück, dass wir können sagen, hey, wir haben die Gabe vom Gebet und wir haben die Gabe von der Geisterunterscheidung und stellen so eine Diagnose. Und wir wollen grundsätzlich nicht euch motivieren und sagen, hey, weißt du was, wenn du nicht ganz sicher bist, ein Gebet im Gottesdienst und dann ist gut, schau, easy. Sondern ich merke, oft ist es ein Prozess. Oft geht es in die Richtung, dass man mit jemandem unterwegs sein muss und Schritt für Schritt gewisse Sachen, eben Erlebnis oder so cooles Zeug, muss miteinander anschauen. Und das ist viel zielführender, als einfach einmal ein globales Gebet zu sprechen. Und dort drin, wenn man dann in dieser Seelsorge ist, führt man die Leute auch dazu, um sich selber zu lösen. Zum sagen, nein, ich will nichts mehr mit dem zu tun haben. Ich will nichts mehr mit dem zu tun haben. Ich in meinem Leben hatte ein Bild von mir, wo immer jemand mit der Axt auf mich einhaut, in den Kopf hinein. Das ist so ein, oder? Wir. Aber das ist oft gekommen und hat viel auch mit meinem Minderwert vielleicht zu tun gehabt oder so. Und dort war es weg, als ich in der Seelsorge, als ich das proklamiert habe, ich will mit dem Geist vom Tod nichts mehr zu tun haben. Punkt. Nichts mehr zu tun haben. Du hast kein Anrecht mehr im Leben. Ich gehöre Jesus Christus. Er ist der Herr über meinem Leben. Er, oder dann geht es auch um ganz Hingabe. Alles hinzugeben von Jesus Christus in der Seelsorge. Und dort dann das zu proklamieren und so ist das weg aus meinem Leben. Wenn ich es jetzt erzähle, denke ich noch dran und denke, hey, wie hast du noch können? Aber das hat eine lange Zeit in meinem Leben eine entscheidende Rolle gespielt. Immer wenn Kritik ist oder irgendetwas, ist das Bild gekommen, du bist nichts wert, du bist eigentlich des Todes. Und da ist es gut, in der Seelsorge zu gehen, das kann ich euch sagen, sehr befreiend. Sehr befreiend. Und sich dann selber im Namen Jesus zu sagen, mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Das sind Bindungen, die ich persönlich abschneide, die ich nichts mehr will. Oder? Und dann, ein letzter Punkt ist natürlich, wenn wir in so einem Gespräch, in so einem seelsorgerlichen Prozess sind, dann lass dich beraten und lass für dich beten. Gang dort drin rein und sage, hey, jawohl, ich bin da und ich will ja eigentlich mich verbessern. Ich will ja einen Weg gehen, ich will ja Freiheit gewinnen von all diesen Sachen. Aber dann auch die Hilfe in Anspruch nehmen. Jemandem sagen, hey, was ist dein Rat da drin? Und dann den Rat auch umsetzen. Und es ist vielleicht ein schwieriger, schmerzhafter Prozess und es tut auch weh. Aber gib nie auf, auf dem Weg drin zu gehen. Und Seelsorge funktioniert eigentlich so, du kannst dich im Next Step Desk anmelden, wenn du das brauchst oder willst und sagst, hey doch, ich will mal herschauen, ich will 4 Gespräche führen, 5 Gespräche führen, wie auch immer. Dann kannst du dich dort anmelden und du wirst ein Erstgespräch bekommen, wo man klare Richtlinien und Sachen, was du willst, was für uns in der Seelsorge dran ist, wird dir erklärt und ganz einfach auf eine gute Art und Weise. Und dann kannst du entscheiden, oder man entscheidet miteinander, hey, was jetzt der nächste Schritt ist. Und vielleicht kommt dann eine andere Person, wo du den Prozess startest. Und das ist etwas Gutes, etwas Einfaches, etwas Rings, um frei werden von solchen Sachen, die dich wirklich tief belasten. Und dann das andere ist, lass für dich beten. Ich sage es den Leuten, die zu mir kommen, ah, mir tut das Knie immer weh und so. Hey, ich komme jeden Sonntag in den Gottesdienst und gehe jeden Sonntag in das Gebet und lass für dich beten. Einfach. Und das ist so viel passiert, das sehen wir in der Bibel ja. Die haben die Hände aufgelegt und sind Sachen passiert. Jesus durch Gebet geheilt.
andere, die Jüngere, die Apostel, durch Gebet heilen. Und da passiert so viel. Und darum sind wir doch nicht stolz und sagen, so. Oder glaub nicht diesen Stimmen im Kopf. Ja, alle, nur du nicht. Das ist auch so etwas, oder? Wir können frei werden davon und sagen, ja, ich lasse immer für mich beten. Aber es zwingt dich niemand, gell? Wir laden einfach ein. Wir laden ein, wir haben Leute da hinten, die fürs Leben gerne für dich beten. Die für dich beten, dass du das Leben in Fülle und Freiheit kannst überkommen. Das ist das Ziel. Zudem sind wir ein Stück weit berufen, lesen wir im Galater und auch im Lukas-Evangelium. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Das ist Jesus, der das sagt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen die gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Und da hat er nicht nur die gemeint hinter schwedischen Gardinen, sondern er hat genau das gemeint, Bundenheiten, an Sünden gebunden oder an Verhaltensmuster gebunden und so weiter, um frei werden. Den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Das ist unsere Berufung ein Stück weit, an seine Kinder frei zu werden, ganz frei zu werden. Und dann stellt sich die Frage, wozu? Zum Zeugnis geben. Wieder zum Hingehen und sagen, ich erzähle es weiter. Ich gehe raus in die ganze Welt und ich erzähle, was Jesus Christus an meinem Leben gut zu tun hat. Und ich erzähle es jedem, der mich fragt, wenn ich frei geworden bin. Ich erzähle es jedem und ich kämpfe immer für das Evangelium. Ich gehe den Weg und ich lehre sie und ich taufe sie. Halleluja, das ist unser Job. Und für das werden wir frei. Nicht zu einem Selbstzweck, sondern für den Auftrag, frei zu werden, wo Jesus uns gegeben hat. Ich will noch beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du der Inbegriff der Freiheit bist. Ich danke dir, dass deine Kinder frei sind, frei können werden. Und wenn sie frei gewesen sind und sich wieder verstrickt haben, können sie wieder frei werden. Es ist so genial, Jesus Christus, wie du uns immer wieder die Chancen gibst und die Freude gibst. Ich danke dir, dass du da hinein durchgehst und jedem auch zeigst, was dran ist, als nächster Schritt. Danke dir, bist du mit uns und bist du Herr über jede Bundenheit. Und wenn sie noch so verstrickt ist und noch schon 7-mal probiert und immer noch nicht, du bist trotzdem der Herr und wir probieren es 8-mal und 9-mal gehen wir mit dir, Jesus Christus. Nichts kann uns trennen zwischen dir und mir. Amen. Hey, wenn du jetzt für dich beten lassen willst, das Gebetsteam habe ich ja schon ein bisschen erwähnt. Wenn du ein Kreuz willst, etwas symbolisch, nochmal sagen, dir gehört mein ganzes Leben oder so etwas, kannst du das machen. Jetzt ist die Zeit, wo wir frei sind, im Worship rein, das zu tun. Und wenn du irgendein sonstiges Leiden hast im Körper, ich meine, gell? Wir haben schon dahin ganz coole Sachen erlebt, wo Leute nachher gesund rausgelaufen sind. Auch da will ich dich einladen, um das in Anspruch zu nehmen. Und jetzt stehen wir miteinander auf und preisen Gott. Amen.